Willkommen auf Wohnmobblock, Weihnachtsmärkte mit dem Wohnmobil. In der Nähe des Weihnachtsmarkts stehen, in Ruhe bummeln gehen, seinen Glühwein unbeschwert trinken können und dann am Abend ins mollig warme Wohnmobil zurückkommen und die Nacht in Ruhe verbringen. Tja, und am besten am nächsten Tag gleich zum nächsten Weihnachtsmarkt touren. So sieht jedes Jahr unsere Tour de Weihnachtsmarkt aus. Und daher haben wir mittlerweile einige schöne Weihnachtsmärkte in der ganzen Republik besucht und wollen euch heute die schönsten Weihnachtsmärkte, die ihr auch gut mit dem Van oder dem Wohnmobil besuchen könnt, vorstellen. Nadja und ich fahren seit vielen Jahren in der Adventszeit eine Woche auf Weihnachtsmärkte. Wir nennen das unsere Tour de Weihnachtsmarkt. Jedes Mal ein anstrengendes Programm, denn natürlich will jeder Glühweinstand getestet werden und die heißen Maronen schmecken nur, wenn es wirklich kalt ist. Wichtig ist uns deshalb, dass wir nach dem Weihnachtsmarktbesuch ohne großen Aufwand wieder ins kuschelig warme Wohnmobil zurückkommen. Nach Möglichkeit fußläufig. Wir werden oft gefragt, welcher Weihnachtsmarkt ist der schönste? Das ist ganz schwer zu beantworten und wir haben lange gebraucht, bis für uns klar war, unser Lieblingsweihnachtsmarkt ist der in Quedlinburg. Es ist immer noch unser absoluter Liebling, insbesondere an den Wochenenden, wo der sogenannte Advent in den Höfen stattfindet. Dann sind viele Innenhöfe geöffnet und in jedem findet ein eigener kleiner Weihnachtsmarkt statt, meist mit einem Motto wie diese hier bei der Feuerzangenbowle im Heinz-Rühmann-Stil. Den besonderen Flair machen natürlich auch die 1200 Fachwerkhäuser Quedlinburgs und seine vielen netten Geschäfte, Cafés und Restaurants aus. Für diesen Weihnachtsmarkt solltet ihr unbedingt mehr als einen Tag einplanen. Hier kann man getrost das ganze Wochenende von Freitag bis Montag einplanen und verbummeln. Oh Mensch, weißt du noch, der Laden? Ja, das ist so Kuschelkram, Kleinigkeiten. Ja, aber irgendwie auch Vintage und viele Sachen zu entdecken, so von früher, die man vielleicht von der Oma noch kennt oder ja, einfach ganz nett. Ich stehe ja nicht so auf so Zeug, aber in dem Laden habe sogar ich mich wieder wohl gefühlt. Die Frau hat schon wirklich Geschmack, die das da zusammenstellt. Das ist schon zum Teil so kitschig, dass es schon wieder gut ist. Wie gesagt, da war unheimlich viel zu entdecken, auch so alte Emaille-Sachen und Tassenregale und Kaffeeservice, seht ja Kerzenleuchter. Klar, das ist alles irgendwie Geschmackssache, aber es war einfach nett hergerichtet und... Die Schränke sind toll. Die Schränke sind toll, genau. Das ja, finde ich auch. Alte Bilder an den Wänden, die waren auch toll. Ja, und letztendlich haben wir wahrscheinlich auch unsere Generation da getroffen. Aber so Läden gibt es ja ganz viele in Quedlinburg. Ja, einfach nette Geschichten, die man da entdecken kann. Aber auch ganz wichtig, der Weihnachtsmarkt hat auch unter der Woche geöffnet. Das ist für uns wichtig, da wir immer so planen, dass wir auch an den Wochentagen Weihnachtsmärkte besuchen und dann an den Wochenenden die, die halt nur am Wochenende geöffnet haben. Und so einer ist unsere nächste Empfehlung. Ein Weihnachtsmarkt, der auch unter der Woche seine ganze Pracht entfaltet. Insbesondere bei gutem Wetter lohnt es sich, zum Sonnenuntergang dort zu sein. Burg Hohenzollern Weihnachtsmarkt. Atemberaubend ist die Fernsicht und der kleine, aber feine Weihnachtsmarkt bettet sich perfekt in die alte Burg ein. Die entsprechende Tasse davon. Wobei ich es auch ziemlich kalt in Erinnerung habe, da oben auf dem Hügel. Ja, als die Sonne untergegangen war. In der Sonne war es noch wunderbar schön. Da hat aber dann auch der Glühwein besser geschmeckt. Das ist auch wieder richtig. Und Schnäpschen hatten die irgendwie ganz besondere. Dieser Weihnachtsmarkt kostet Eintrittsgeld. Das solltet ihr beachten. Dafür bekommt man nicht alltägliche Leckereien und oft außergewöhnliche Waren an den vielen Ständen geboten, die man so selten woanders sieht. Das kulinarische Angebot ist bestens, wenn auch nicht billig, und so verbringen wir einen tollen Abend auf der Burg Hohenzollern. Der Stellplatz in Hechingen ist per Busverbindung perfekt angebunden.
Wir steigen direkt am Wohnmobil in den Shuttlebus und werden in der Nacht auch genau hier wieder abgeladen. Besser geht's nicht. Gar nicht weit entfernt findet sich ein weiteres Kleinod. Der Weihnachtsmarkt in der Ravenna-Schlucht bei Hinterzarten im Schwarzwald. Hier sollte man unbedingt spät ankommen, denn erst wenn es richtig dunkel ist, wird es dank der ausgeklügelten Beleuchtung am schönsten. Den Stellplatz müsst ihr schon sehr früh anfahren. Wir haben uns für den Freitag entschieden. An den Wochenenden steppt hier der Bär und sogar freitags kommen zigtausend. Tagestickets frühzeitig online kaufen, damit man auch sicher ist, überhaupt Tickets zu bekommen. Ziemlich viel Aufwand, aber es lohnt sich. Dann geht es mit dem Shuttlebussen bis zur Schlucht und dann heißt es den leckeren Glühwein genießen und sich von der Winterstimmung einfangen lassen. Wo steht man sonst unter einem 37 Meter hohen Viadukt mitten im Wald auf einem Weihnachtsmarkt? Noch dazu, wenn dann die Eisenbahn drüber fährt. Also hier gibt es verrückte Sachen, die Schwarzwaldmarie. Nadja meint, die schmeckt wahrscheinlich nach Schwarzwälder Kirschtorte. Ja, flüssige Schwarzwälder Kirschtorte mit maximal halb so viel Kalorien. Dazu eine perfekte Lightshow mit kleinen Showeinlagen und für die Kinder kam der Nikolaus vorbei und verteilte Honigtöpfchen. Also der Weihnachtsmarkt hat wirklich was ganz Besonderes. Ja, vor allen Dingen, wir waren bei ziemlichem Regenwetter da, es war auch das kalt, aber die Feuerstellen haben es LED beleuchtet, es war viel zu gucken. Und die Stände waren wirklich anders. Ja, es gab besondere Sachen, wie hier diese Wurzelengel. Da haben wir einen. Da konnte man nicht dran vorbeigehen. Genau. Noch dazu wurde das irgendwie für einen guten Zweck, glaube ich, verkauft, ne? Der malt auch Bilder für einen guten Zweck. Die Lampen waren super schön. Massiv aus Holz. Nicht so ein Billigkram. Nee, das sind alles Handwerker, die da was machen. Also, genau. Da siehst du schon einen Unterschied. Und wenn ihr schon im Süden seid, der Weihnachtsmarkt in Esslingen hat uns extrem gut gefallen. Eigentlich sind es zwei Weihnachtsmärkte. Ab Klein-Venedig ist es traditionell und kommt man zu den alten Fachwerkhäusern, wird es mittelalterlich. Mit Rittern und Steinkrügen. Dazu wird Kindern viel geboten und überhaupt ist das Angebot der Stände wieder einmal ganz anders und nicht der übliche Touristenkitsch. Da war auch für jeden was dabei. Die Kinder hatten Spaß. Ja, die großen Kinder auch. Die großen Kinder auch. Und der Met hier, der war wirklich super. Esslingen hatten wir völlig unterschätzt und uns sofort in die alten Fachwerkhäuser verliebt. Ich habe schon mal gesagt, dass ich Fachwerkhäuser liebe. Das macht einfach so viel Spaß. Dann noch ein Weihnachtsmarkt dazu. Traumhaft. Ja, und trotzdem ist ja auch jede Stadt wieder besonders und hat besondere Eigenheiten. Schwierig ist es, einen Stellplatz zu finden. Denn die wenigen freien Plätze sind natürlich immer belegt. Aber dank der S-Bahn kann man getrost weiter außerhalb parken und übernachten. Und ist im Nu in der belebten Innenstadt. Nach Bad Wimpfen zum altdeutschen Weihnachtsmarkt ist es dann ebenfalls nicht weit. Und wer früh am Vormittag kommt, hat gute Chancen, direkt am Ortsrand über dem Weihnachtsmarkt einen Platz auf dem ausgewiesenen Stellplatz zu bekommen. Von Freitag bis Samstag hat man dann die Möglichkeit, sich die über 120 Buden und kleinen Geschäfte in Ruhe anzuschauen. Natürlich auch die sehenswerte Altstadt um den Blauen Turm.
war auch schön dekoriert alles. Ja, da waren die Hirsche und die Engel irgendwie vorm Rathaus, ne? Genau. Es duftete wundervoll weihnachtlich. Ja, und dann wieder die vielen Fachwerkhäuser. Ich sag's ja, Fachwerkhäuser machen den Flair aus. Gewöhnungsbedürftig war dann, dass man sich erstmal eine Glühweintasse kaufen musste, die gegen einen Obolus wieder überall gefüllt wurde. Die Tassen behält man am Ende, da man sie nicht zurückgeben kann, wie wir es eigentlich sonst überall kennen. Auch nicht weit entfernt ist Stuttgart. Stuttgart ist dann noch ein sehr, sehr großer Weihnachtsmarkt, den man gut unter der Woche besuchen kann. Und obwohl er so groß ist, hat er viele schöne Stände mit außergewöhnlicher Handwerkskunst. Dazwischen viele leckere Fress- und Trinkstände. Und wenn ihr dort seid, müsst ihr unbedingt auf die prächtig geschmückten und dekorierten Dächer der Buden achten. Da finden sich Rentiere und Wichtel, ja ganze Geschichten. Echt nett. Und richtig gut waren die Fressbuden und der Glühwein. Und mal nicht Musik aus der Konserve. Ja, das ist manchmal störend, wenn ein Weihnachtsmarkt so bedudelt wird. Und gar nicht weit entfernt von Stuttgart gibt es die Barockweihnacht in Ludwigsburg. Das Ludwigsburger Schloss ist ja eher ein Hingucker, aber nicht weit davon entfernt findet sich die Barockweihnacht. 140 Aussteller, toll dekorierte Buden und ausgewählte Handwerker. Jahrelange Wartezeiten, um als Aussteller hier einmal mitmachen zu dürfen, sollen keine Seltenheit sein. Eingebunden sind dazu Adventskonzerte und Gottesdienste. Hier muss man sich ja zum Sonnenuntergang einfach treiben lassen und die wahnsinnig schöne Dekoration genießen. Der Weihnachtsmarkt hat mich total umgehauen. Die Deko, diese Engel dann bei Nacht. Das war wunderschön, zumal das auch noch so ein kalter Tag war, so ein klarer Tag. Der Himmel so strahlend blau dann so in der blauen Stunde. Ganz in der Nähe gibt es einen großen Stellplatz. Etwas laut, da direkt an der Straße, aber dank mehrerer nicht alkoholfreier Heißgetränke bekamen wir davon wenig mit. Der Markt ist übrigens an jedem Tag der Woche geöffnet. Campingfreunde schrieben uns, während wir damals auf unserer Tour de Weihnachtsmarkt unterwegs waren. Ihr müsst unbedingt zu uns in den Stollen kommen. Gemeint ist der tiefe Stollen-Weihnachtsmarkt in Aalen. Anfang Dezember und nur von Donnerstag bis Sonntag gibt es unter Tage in einem alten Bergwerkstollen einen außergewöhnlichen Weihnachtsmarkt. Mit der Grubenbahn fährt man wie die Bergarbeiter in früheren Jahren den Berg ein und so kommt eine ganz eigene und doch so andere Weihnachtsstimmung auf. 11 Grad ist es unter Tage und dementsprechend vielleicht wärmer wie draußen. Dafür sollte man schon frei von Beklemmungen sein, wenn man hierher kommt, denn manchmal sind die Decken tief und die Gänge schmal. Aber es ist alles liebevoll dekoriert und die Künstler und Handwerker bieten außergewöhnliche Qualität auf ihren Ständen. Wie man sieht, war es auch gar nicht so voll da in dem Stollen. Also man konnte sich gut bewegen, an den Ständen entlanglaufen. Es war wunderschön dekoriert. Man musste schon manchmal den Kopf einziehen. Und man durfte keine Angst vor der Enge haben. Das schon. Also wenn man manchmal drüber nachdenkt, dass man so in engen Gängen und unter der Erde ist. Ja, vielen lieben Dank, Erika und Walter, für den Tipp. Mal gucken, wann wir mal wiederkommen. Übernachtet haben wir auf einem Stellplatz in der Nähe und sind am späten Abend dann nochmal ins sehenswerte Aalen gefahren, denn auch dort gibt es einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt mit vielen leckeren Fressbuden. Auch dort gibt es Stellplätze für Wohnmobil. Da hatte ich zu viel Glühwein. Gut, dass Walter uns dann zum Wohnmobil gefahren hat. War aber auch total gemütlich unter diesen Bäumen. Nicht vergessen sollten wir jetzt den Ulmer Weihnachtsmarkt, den
haben wir aber in einem anderen Film schon gezeigt. Hier gibt es unter Deutschlands höchster Kirche, dem Ulmer Münster, den allerbesten Glühwein, den wir je hatten. Und der alternative Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm, ja, den sollte man dann direkt auch gleich besuchen. Ulm hat mittlerweile mehrere Stellplätze und direkt an der Donau lässt sich's gut stehen. Nun geht es weiter nördlich. Einer der schönsten Weihnachtsmärkte finden wir im tiefen Odenwald. Der Michelstädter Weihnachtsmarkt bietet zuerst einmal einen riesigen Stellplatz direkt vor den Toren des Weihnachtsmarkts. Und dank der vielen alten Fachwerkhäuser und dem berühmten Rathaus kommt dann schnell Weihnachtsstimmung auf. Hier sind diese großen Holzfiguren so besonders. Ja, mir gefällt dort, dass eigentlich die ganzen Aussteller irgendwelche Familien sind, die hinten dran wohnen. Auch hier finden sich viele Kunsthandwerker und Künstler und nicht verpassen sollte man den Keller im Kellereihof. Dort kann man sich auch einmal aufwärmen und den Glasbläsern und Kunstschmieden bei der Arbeit zuschauen. Der Weihnachtsmarkt hat immer von Mittwoch bis Sonntag geöffnet. Jetzt kommt ein Schnelldurchgang. Details findet ihr auf womo.blog. Rothenburg ob der Tauber ist nett, aber zu kommerziell und überlaufen. Sieht ja jetzt gar nicht so überlaufen aus, aber ist auch nur die Zugangsstraße. Ja, am Platz wird's dann voll. Stellplätze sind rar und so stehen wir ungestört auf einem Parkplatz an einer Sporthalle. Am nächsten Morgen dann noch einen ausgiebigen Spaziergang in der Sonne direkt an der Tauber und dann geht's weiter nach Nördlingen. Ein richtig feiner, schnuckeliger Weihnachtsmarkt mit lebendiger Krippe, ein Highlight für die Kinder. Augsburg, absolut einen Besuch wert, nicht nur wegen seiner Engel und der Aufführung am Rathaus. Hier gibt es die allerbesten Maronen. All unsere Weihnachtsbesuche, nie haben wir besser gegessen. Da müsst ihr unbedingt einmal hin. Die besten Maronen der Republik gibt es beim Maroni Franz in Augsburg. Am besten mit einem Besuch der Augsburger Puppenkiste kombinieren. Dazu müsst ihr aber Karten im Voraus bestellen, an der Abendkasse gibt es selten welche. Der Vollständigkeit halber, Innsbruck ist sehenswert und allein schon des Weihnachtsmarkts wegen eine Reise wert. Nürnberg finde ich völlig überlaufen. München ist ganz nett, Innsbruck war toll. Aber richtig gemütlich wird's weiter nördlich und östlich. Und dafür nehmen wir uns jetzt viel Zeit. Wir starten in Goslar. Die Kaiserpfalz und das Bergwerk sind schon allein eine Reise wert. Aber der Winterwald mitten in der Stadt hat uns völlig verzaubert. Dazu überall auf höchstem Niveau dekoriert, der berühmte Marktbrunnen mit den vielen Ständen rundherum ist wirklich sehenswert. Noch dazu lässt sich das Ganze auch von oben bestaunen und das Glocken- und Figurenspiel sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Weißt du noch diese besondere Stimmung unter den Bäumen? Wahnsinn. In Goslar gibt es einen Stellplatz fußläufig nicht weit vom Weihnachtsmarkt entfernt. Passt also perfekt zusammen. Quedlinburg hatten wir schon erwähnt. Wernigerode ist ganz in der Nähe, aber erstaunt hat uns Erfurt. Beruflich waren wir schon oft in der schönen Stadt, aber der oder besser die Weihnachtsmärkte sind einen Besuch wert. Es gibt mittlerweile mehrere Stellplätze. Wir kommen beim Stellplatz Trautmann unter und fahren mit der Straßenbahn direkt in die Innenstadt. Was zuallererst ins Auge sticht, ist das Riesenrad vor dem Dom. Für uns ist das ein ungewöhnlicher Anblick für einen Weihnachtsmarkt, aber dank der Beleuchtung ein echter Hingucker. Und natürlich fahren wir mit und von oben sieht so ein Weihnachtsmarkt dann noch einmal ganz anders aus. Die Stände bieten viel Handarbeit und nette Kleinigkeiten und nicht nur kommerziellen Kram. Ganz anders dann der mittelalterliche Weihnachtsmarkt, der uns fast noch besser gefallen hat. Dunkel und laut und lustig, auf jeden Fall war der Glühwein und das Essen besser. Und das alles bettet sich in die historische Altstadt mit seinen großartig restaurierten Gebäuden wunderbar ein. Erfurt hat uns sehr gut gefallen. Wir kommen sicher wieder. Und jetzt noch ein paar im Schnelldurchgang. Wiesbaden, der Sternschnuppen-Weihnachtsmarkt. Ein internationaler Weihnachtsmarkt, die Landeshauptstadt Hessens,
hat immer noch viele Amerikaner und viele Gäste aus dem Ausland zu Besuch. Dementsprechend bunt und international geht es hier zu. Sehr sehenswert und auch wenn wir keinen Platz auf einem Stellplatz bekamen, in der Stadt gibt es durchaus die Möglichkeit, in einem der Wohnviertel eine Nacht zu stehen, bis man halt dann wieder fahrtauglich ist. Deswegen fällt auch unser eigener heimischer Weihnachtsmarkt in Frankfurt ein bisschen aus dem Rahmen, da wir bislang keinen vernünftigen Stellplatz in der Nähe des Weihnachtsmarkts gefunden haben. Okay, ihr könnt die Nacht irgendwo im Stadtgebiet verbringen. Große Parkplätze gibt es in Frankfurt reichlich. Ja, und sehenswert ist die Altstadt allemal. Auch wenn es hier eher um die Fress- und Getränkestände geht und sich an Wochentagen überwiegend die Banker und Angestellten nach einem langen Arbeitstag hier die Klinke in die Hand geben. Dortmund will ich nicht vergessen. Wir hatten uns extra mit Isa von isaswomo.de getroffen, da ich einmal diesen gigantischen Weihnachtsbaum in Dortmund mit eigenen Augen sehen wollte. Isa hat sich fast totgelacht, da ich wirklich dachte, das sei ein großer Baum. Dabei sind es Hunderte auf einem Gestell, die diesen Baum bilden. Ich finde ihn trotzdem imposant. Macht ja nichts, aber trotzdem nett. Nur schade war, dass der Lichter Weihnachtsmarkt in Dortmund nicht geöffnet hatte. Dieser fantastische und außergewöhnliche Markt hat nur Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Also müssen wir dort noch einmal irgendwann hin. Dieses Jahr geht es für uns in Richtung Münster. Dort gibt es Schlösser und Städte, die uns empfohlen wurden. Dann ein weiteres Mal nach Quedlinburg. Ja, dann wahrscheinlich nach Lübeck und Hamburg. Wie ihr seht, geht es immer weiter und wir suchen immerzu nach den schönsten Weihnachtsmärkten. Habt ihr auch eine Empfehlung für uns? Dann schreibt uns jetzt eine Mail oder hier unten unter dem Video in die Kommentare. Wir hoffen, euch hat unser Clip gefallen. Dann gebt uns doch ein Like und abonniert unseren Kanal und schaut mal auf womo.blog. Dort haben wir weiterhin viele Informationen für euch. Ja, und jetzt los! Packt eure Vans und Wohnmobile. Die wollen auch im Winter raus in die Freiheit und dann geht's los zu den schönsten Weihnachtsmärkten. Vielleicht treffen wir uns ja dort. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.